Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge von Mein Quar. Yeah. Tolle Musik. Hier seht ihr, mal ein bisschen umgebaut. Hier ist jetzt Glas erstmal. Und hier anderes Glas, was ich viel lieber mag. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt etwas bauen, das sich Elevator nennt. Juhu! So, mal gucken, ob der auch so heißt. Sieht so aus. Gut, dann machen wir erstmal den. Brauchen wir natürlich wieder Machine Frame, der war zwar da auch oben noch drin, aber egal. So. Oh. Und keine Redstone Torches mehr. Machen wir einfach mal 64 Stück. Und ich bin dumm. Wir brauchen erstmal zwei, ich mache aber schon mal drei Stück. So, dann brauchen wir auch dieses Button-Modul. Oh, dann brauchen wir Buttons. Was war's? So. Ist ja wurscht. Da brauchen wir auch drei Stück von. Das hätten wir. Dann brauchen wir noch Screens. Mal gucken, wenn die hinkriegen. Drei Stück. Sehr schön. Tja. Das Textmodul brauchen wir nicht. Wir können die Buttons gleich beschriften. Dann sollte das soweit reichen. Was wir aber noch brauchen, ist irgendwas, wie wir das hinbauen können. Ist das Screen nicht mitten im Nichts rumschwebt? Ach, wir nehmen wieder unsere berühmten Factory-Blöcke. Ach, ich vergesse es jedes Mal. So. 64 sollten reichen. Achso, wir brauchen nachher noch Power, ne? Wir brauchen noch bestimmt Energie. Nö, brauchen sie nicht. Das werden wir gleich testen. Aber die kann man nicht mehr stacken, wenn man eine hingestellt hat, echt jetzt. Ach, die merken sich ihre Position, deswegen. Da haben wir den Chisel. Was könnten wir da jetzt nehmen? Das sieht hässlich aus, das weißt du schon. Ventilatoren brauchen wir dann nicht. Caution Frame Plates. Das könnten wir für das Ding an sich nehmen. Ich glaube, ich baue das in den Boden rein. Sonst. Na, machen wir hier noch so. Die kommen da unten rein. Dann kommen die da rein. Sozusagen die Elevator-Fläche. Ich hoffe, das geht 3x3. Aber sollte. Muss hier ein Elevator hin. Ehrlich gesagt gar nicht, wie die Dinger funktionieren. Hat da nicht aufgepasst. Ja, ich hoffe, ich krieg das hin. Müssen wir das dahin bauen? Ja, irgendwo steht's immer im Weg, deswegen. Mal gucken. Ich glaube, die muss ich dann hier einmal. So. Und wir das darauf geeicht haben, erstmal auf den Elevator. Dann brauche ich irgendwas, wo ich den Screen ran befestigen kann.
immer noch. Wie sieht denn das aus? So vielleicht. Heißt, du musst das wird immer im Weg stehen. Ist echt ein bisschen dumm. Wenn wir das daran machen, dann sollten wir noch drücken können, theoretisch. Braucht mal den hier. So. Elevator Button. Super large. Start 1. Okay, keine Ahnung. Hier können wir dann die Level Names reinmachen. Oder reicht das, wenn wir das mit einem verbinden? Das weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall müssen wir erstmal hoch und dann noch den zweiten Elevator hinstellen. Und das reinbauen. Ne, lass ich mal drehen. Ach stimmt, da war ja dieser... Nein, nicht in Fokus, muss gehen. So. Ich glaube, das Gute muss dahin zeigen, oder? Kann das sein? Ist es gerade nicht. Na, leg mich doch rein hier. Dann ist die Frage, muss der jetzt in die Mitte? Können wir es mal testen. RG. Schuss mit Double S. Und ja. Erste Etage. Dann ist erstmal so. So, Current Level grün. Keine Ahnung. Ich sehe ja auch kein. Ach, ich sehe keinen, weil ich dumm bin. Wir müssen natürlich erstmal hier den nochmal. Ah, okay. Hat also doch eine gewisse Reichweite, das Ding. Setzen wir den nochmal weiter vor. Hier irgendwo muss doch eine Energiequelle sein, hier. So, jetzt hat er zwei. Bam. Funktioniert das schon mal nicht. Warum zeigt er an, er ist in der ersten Etage? Ach, Menno. Muss ich echt jetzt nochmal googeln danach, oder was? Okay, jetzt ist das weg. Jetzt. Hier hinsetzen in der Mitte. Es ist auch die Frage, woher weiß er, welche Blöcke er nimmt. Keine Ahnung, man kann ihn auch hiermit nur drehen. Sonst nix. Wahrscheinlich braucht er doch Energie. Sieht aber trotzdem vor, dass er erstmal in die Mitte. Aber wenn er Energie braucht, warum hat er dann kein Energieinterface? Das wundert mich gerade.
Ach. Dem scheiß Stealth-Modul. Wo ist da? Muss auch Linksklick machen. Aber funktioniert tut es erstmal nicht. Kann ich mal hier irgendwas grundlegend falsch? So. Ich hatte ganz kurz gegoogelt. Muss ich das nachher zusammenschneiden hier, aber das wollte ich euch jetzt nicht antun. Das Grüne muss tatsächlich dahin zeigen. Und wir brauchen anscheinend noch Energie. Yay. Wer hätte es gedacht? Gucken wir doch mal. Lass uns hier diese einfachen Power Cells machen. So. Dann so. Und dann brauchen wir noch diese Link-Card. Ich glaube, die ist jetzt auch hier drinnen. Nee. Ach, Mann. Ah, doch, da war sie, glaube ich, oder? Habe ich sie doch entdeckt? Ja, da ist sie. Mein. Da doch da drin. So, dann verlinken wir das einfach mal. Das ist ID 5. Aha, da unten rein, okay. ID 5. Gut, dann sind die nachher verbunden. Dann kommt das hier hin. Ich mach die mal hier runter einfach. Dann hängt hier nicht so viel in der Gegend rum. Out. ID 5 bitte. Boah, so viel Müll wieder im Inventar, das klappt man gar nicht. So, dann kriegt das Power. Hier können wir es leider nicht gut verstecken, deswegen machen wir es gleich daneben. Out. ID 5. Dann gucken wir doch mal. Es funktioniert. Soweit. So gut. So, erste Etage. Perfekt. Dann machen wir dasselbe hier nochmal. Mit dem Screen. Blöden, eigentlich sollte ich da auch diese anderen Blöcke hinsetzen. Ja, das will ich nachher noch ausbessern. Egal, erstmal so. Dann einmal größer machen. Du verlinkst dich damit. Rein da. Vertical, large. Setz auch grün an, wo du bist. So, ruhig. Level 0. Oder warte mal. Wir machen das mal rückgängig. Wenn ich den jetzt da unten verbinde, geht das dann auch? Sollte doch eigentlich, oder? Hä? Achso. Jetzt. Ganz vergessen. So. Nö, er übernimmt den Namen nicht. Toll. Oder habe ich jetzt den falschen hier reingesetzt? Nee. Das ist ja toll. Oder? Nee, da hat er gar nichts hingestellt. Schade, ich dachte, man könnte das irgendwie kopieren, aber irgendwie nicht. Etage. Mir fällt jetzt irgendwo was Besseres ein. Ich glaube ja nicht. Power hat er natürlich nicht. Ich muss ihm jetzt wieder sagen, scanne. So, dann hat er 3. Ja, und dann können wir hoch und runter. Sehr schön. Gut. Perfekt. Wir haben einen Elevator hier drin. Das heißt, wir können das hier mal wegbauen. Ich muss jetzt eine blöde Chisel da oben. Na, machen wir erstmal. So und nochmal so.
Ja, perfekt. Beinahe. So, das Glas entschüsseln wir mal. Das kann auch erstmal da rein. Brauchen wir später noch. Sehr schön. Ach, das ist toll. Sind wir wieder einen Schritt weiter. Ah, jetzt muss ich nur dran gewöhnen, dass man rechts, Linksweg drauf machen muss. Und dann können wir uns hier oben nachher schließlich einrichten. Da kommt zum Beispiel unser Bett hin. Weil, wie gesagt, oben soll ja der Wohnbereich hin. Einfach hier hin. Und Spawn Point setzen, sonst dann wir nachher am Spawn, also mal sterben. Wenn wir das vergessen. So. Wird doch langsam. Aber dann würde ich gerne noch weiter bauen, da. Wir brauchten Eisenblöcke. Gucken, wie viel wir kriegen. Nicht sehr viel. Noch Eisen drin irgendwo, ne? Nur Kohle. Na, mal gucken, wie das dann nachher wird. Weil ich dann hier oben noch weiterbauen möchte. Ich mir auch überlege, wie ich das dann mache. Ich denke, ich weiß schon wie. Erstmal ziehen wir hier den bis oben durch. Das heißt, ich muss raus. Falsch schon. Da rein. Kommen wir raus, natürlich hier. Aber wir brauchen unseren Aquahelm noch. Ich schüssel das schon mal vorher. So, 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 so. Dann brauchen wir erstmal Essen. Wir brauchen unseren Bilderwand. Ich will dann erstmal nicht da drin. Und dann können wir hier raus. Oh, das ist ein Guardian. Stimmt, da war doch noch was. Gib mir mal den hier. Guardian, komm mal her. Natürlich doof, dass sie so schnell schwimmen können. Die hauen immer ab, wenn man die einmal haut. Aber wir haben Deathstrider 1, also wenigstens ein bisschen schneller schon. Noch nicht viel, aber wenigstens ein bisschen. Komm schon. Lass dich doch ein bisschen absaugen, mein Freund. Ja, wir sollten es bald haben. Vielleicht mal gucken. Ist er voll? Ja, 100%. Das heißt, wir können ihn jetzt mal töten hier. Höhle, ich ab. Das ist er tot. So. Dann können wir anfangen zu bauen hier. Wir müssen gar nicht so hoch bauen, wie ihr seht. Wir sind gleich an der Wasseroberfläche. Jetzt machen wir hier das weg. So. Dann können wir nachher theoretisch auch mal den Bilder testen, wie der funktioniert mit dem Liquid absaugen, weil das kann er auch.
Weiß noch nicht, ob wir ihm da irgendwas machen müssen, wo er das reinpumpen muss oder ob er auch so funktioniert. Also dass er wegsaugt und dann das einfach nur vernichtet wird sozusagen. Na, da waren wir schon, okay. Nein! Nein, ich bin tot. Toll. Tolle Wurst. Aber hier ist nichts mehr. Gut. Das will ich doch da reinbauen. Nicht Glas. Oh, hier ist noch einer. So. Aber ich wette, das wird nicht reichen, das Eisen. Immer der eine, der hier fehlt, das ist echt schlimm. Hui. Wen haben wir denn noch? Ah, das könnte doch reichen. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht schon langsam denken, was hier oben dann hin soll. Vielleicht auch nicht. Hier kommt dann so eine Art Anlegestation hin. Jetzt sind wir in der Oberfläche. Och, ernsthaft? Keine Erfahrungspunkte mehr? Bäh, ist ja doof. Gut, ach nee, da hab ich. Machen wir den bequemen Weg. Ich weiß nicht, ob wir Hand noch fertig bauen können, egal. Aber wir holen uns mal Erfahrungspunkte. Und werde ich gleich sehen, was 64 von diesen Dingern für die Level wieder kriegen. Wir kriegen natürlich auch so viele davon, weil wir eine Enderman-Farm haben. Die gibt natürlich sehr viel XP. Und ihr seht, 26 aus einem so einem Stack. Wenn das nicht episch ist, ich weiß ja nicht. Diese Wutfarm ist echt krass. So, aber wir haben jetzt hier XP. Jetzt überlege ich, wie mache ich denn die Anlegestationen? Ich glaube, da werde ich Holz nehmen, ne? Und wir alle wissen ja, Dschungelholz ist immer am widerstandsfähigsten. Gleich mal ein Bogen raussuchen. Haben wir aber nicht. Müssen wir craften. Ach, ist immer. Muss erst da reinklicken und dann kann man da erst schreiben. Bisschen doof, aber egal. Und ich mach die später. Dann nicht gleich alles dahin bauen. Erstmal gucken, wie wir das machen. Nur designmäßig weiß ich das noch gar nicht richtig. Ja, aber erstmal hier weiter. Und dann machen wir dann innen. Hier wird erstmal dicht. Bäh, lass mich. Genau deswegen mache ich den Turm noch nicht höher. Erst muss ich hier unser Ding haben. So. Dann haben wir auch gleich die Plattformfläche. Und dann würde ich sagen, wir testen das mal mit dem Builder, genau.
Müssen wir doch noch wieder zurück, aber das geht ja schnell zum Glück.